Hallo, grüß euch miteinander. Liebe Motorradfahrer, ja, Thema Coronavirus und Motorradfahren beschäftigt viele, beschäftigt in den sozialen Medien quasi jede Seite, jede Gruppe kommt früher oder später auf das Thema zurück. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich doch eine längere Zeit kein Video gemacht und habe mir gedacht, auf das ist eigentlich ein super Thema. Und ich habe natürlich eine Meinung dazu. Und die haue ich jetzt einfach um die Ohren. Ja. Ihr seht das eh, mein Aprilia, mein Tuono ist immer noch im Winterschlaf. Liegt aber eigentlich gar nicht so stark an dem Thema Corona, sondern liegt eigentlich eher daran, dass ich meistens eh nie vor Ostern starte in die Saison, weil ich eigentlich ein Typ bin, der gern, ja, ich bin ein bisschen abergläubisch, ich mache das immer so, schon seit Jahren, dass ich nicht vor Ostern fahre und bin damit immer gut gefahren. Es ist nur ein großes Service fällig. Das muss ich auch noch machen lassen. Und also selbst wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich jetzt auch noch nicht fahren. Aber es ist ja jetzt leider wie es ist. Corona ist da, beschäftigt uns alle, trifft jeden von uns, egal ob Motorradfahrer oder nicht. Es hat jeder Einschränkungen. Und auf das Thema, darf ich Motorrad fahren? Meine klare Antwort ist, dürfen ja, gescheit nein. Es gibt eine klare Aussage von der Bundesregierung, von Sebastian Kurz. Wir haben heute den übrigens, damit man ungefähr weiß, in welchem Zeitraum wir jetzt reden, der 19. März haben wir jetzt. Ich bin in die Garage geflüchtet, um in Ruhe mein Video machen zu können. Und es gibt ein ganz klares Statement, das heißt, bleibt zu Hause, verlasst eure Wohnungen und Häuser nur, wenn es wirklich notwendig ist. Und meiner Meinung nach, spaßmäßig, hobbymäßig, eine Motorradrunde zu fahren, ist nicht notwendig. Und das muss auch jeder Art, der sagt, ich hat vorhin gehen, sich eingestehen, notwendig ist es nicht. Ja. Es gibt eben diese drei Punkte, ja, wo es heißt, dann soll, darf, kann ich die Wohnung verlassen. Wenn es wirklich nicht mehr aushält und ich gehe eine kleine Runde spazieren, alleine oder mit meiner Frau, was in unserem Fall eigentlich sein muss, weil wir haben ein paar Hunde haben, und die kann ich nicht in die Wohnung pisseln und scheißen lassen. Das heißt, wir müssen auch ab und zu mit den Hunden runtergehen. Die müssen halt auch ein Geschäft machen. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Ja? Aber ansonsten bin ich wirklich nur draußen, wenn ich einkaufen fahre oder gehe. Ja? Und dann gibt es eben nur die Punkte, wenn ich in die Arbeit fahre. Und da wird eigentlich auch eher darauf hingedrängt, dass man es auf Homeoffice oder so belässt. Ja? Wenn ich jemand zur Hilfe eile, also sprich jetzt mein Opa, mein Vater, meine Mama, irgendwie Hilfe braucht und die vielleicht älter sind und in die Risikogruppe fällt, was bei meinem Vater ja der Fall zum Beispiel ist. Das heißt, auch ich werde für ihn morgen einkaufen fahren, ja, und er ihm seine Sachen bringen. Und ja, das war es eigentlich dann schon, glaube ich, im Großen und Ganzen. Lustig sind dann eben, wie ich finde, gewisse Ausreden von manchen, die sich das versuchen, irgendwie schön zu reden, so quasi mit, ja, am Motorrad ist es ja viel sicherer zu fahren, weil ich bin ja da also quasi draußen im Freien und habe einen Helm auf und ich bin alleine. Alter, echt jetzt? Alter, seit wann ist ein Motorrad sicherer wie ein Auto? Das war noch nie so. Und glaubt mir, es wird dann nie so sein. Ein Motorrad kann gar nicht sicherer sein. Es hat uns alle Motorradfahrer gefreut, wenn es sicherer war, aber es ist de facto nicht so. In Wahrheit ist es momentan so, meiner Meinung nach, dass natürlich öffentliche Verkehrsmittel extrem gefährlich sind für eine Ansteckung. Und wahrscheinlich das sicherste Gefährt am Boden jetzt, also nicht Flugzeug oder so, am Boden wahrscheinlich der PKW ist, der private. Mit denen ich allein oder mit meiner Frau oder mit den Leuten, die ich halt in den Haushalt lebe, unterwegs bin. Weil nur dazu, wenn ein Unfall passiert, habe ich natürlich in einem Auto viel mehr Schutz. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht großartig belegen und diskutieren. Das ist Fakt. Warum ich nicht Motorrad fahren würde, selbst wenn jetzt, sagen wir, Juni war, ja, und es wäre diese Krise jetzt, die uns jetzt alle betrifft, und das Motorrad wäre alles fertig und das Wetter ist schön, dann würde ich auch nicht fahren, aus mehreren Gründen. Und ich glaube, viele denken nicht so weit. Ich unterstöre niemandem was Böswilliges. Ich glaube ganz einfach, dass manche vielleicht gar nicht so weit denken, was mir aber traurig stimmt, weil Leute, die diese Sachen behauptet haben, dass sie trotzdem fahren und sie lassen sich nicht einschränken und sie lassen sich nichts verbieten und das ist ja alles ein Schwachsinn. Ob man den Virus
was dran ist und was nicht dran ist, ich meine, ich bin immer offen so für Verschwörungstheorien, ja, aber um das geht es jetzt auch gar nicht. Oder ob das für jemanden gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, ob jemand in die Risikogruppen fällt oder nicht, das ist völlig irrelevant. Fakt ist, es gibt diese Regeln, die sind einzuhalten. Ja. Tirol ist schon komplett unter Quarantäne. Dann schaut mal in Italien, da ist empty. Ja. Und wenn sie wir nicht drauf halten, dann werden wir auch, wie sie das in die anderen Bundesländer genauso ausweiten mit Ausgangsverboten und so weiter und so fort. Und das wird dann auch streng kontrolliert und exerziert werden. Und das ist meiner Meinung nach dann auch richtig so. Ja. Es gibt eben trotz allem, und wenn ich dann her oder lese, naja, ich fahre ja vorausschauend und defensiv, gerade jetzt. Alter, am Motorrad fahre ich immer defensiv und vorausschauend. Würde ich das nicht machen, würde ich nicht lang überleben, wahrscheinlich auf der Straße. Ja? Also, der Fall eines Unfalls kann immer passieren. Meistens da, wenn du wahrscheinlich explizit noch eher drauf schaust, dass ja nichts passiert. Aber sag's mir ehrlich, so wie es jetzt ist, die Situation bei uns in Österreich. Wo bist du denn eigentlich hinfahren mit deinem Motorrad? Es hat ja alles zu. Du kannst ja nicht einmal in die Kuche fahren, auf einen Topfinger und auf einen Kaffee. Da frage ich mich dann auch, wie sinnhaft ist es jetzt wirklich zu fahren? Ja, ich kann, ja natürlich, ich kann tanken fahren. Super. Ja, es gibt da Tankstellen, wo ich nur mit der Karten zahle, wo ich nicht einmal einigen muss. Richtig. Aber ganz allein Motorrad fahren, auf Dauer wahrscheinlich auch nicht so leibend. Und wie gesagt, es gibt ja keine Lokale, wo ich jetzt mich stärken kann, wo ich was trinken kann, wo ich vielleicht was essen gehen will. Das gibt es de facto jetzt einfach nicht, weil alles zu hat. Somit stell ich mir die Frage, wie sinnvoll ist es jetzt wirklich? Wie gesagt, es kann immer ein Unfall passieren. Was ich, es liegt der Schotter in der Kurve, was ich jetzt im März, sagen wir sie ehrlich, leicht passieren kann, in die Wildalpen zum Beispiel. Ja? Es sind halt. Natürlich ist es in Wien oder so wie bei uns dann eher wie in der Neustadt, hat es jetzt gestern und heute 18, 19 Grad gehabt. Na super, ja, ist eh leiwand. Aber dann fahren wir nach Mariazell und ist dann nicht mehr so wohlig warm. Ja. Ich muss ja gar nicht schuld sein, den Unfall. Das heißt, selbst wenn ich jetzt langsam und vorausschauend fahre, ja, was es sonst nie irgendwer macht anscheinend, kann es ja trotzdem sein, dass jetzt ein Pkw-Fahrer, der jetzt vielleicht selber gerade viel im Kopf hat, es kann ja immer einer ausschießen, du brauchst ja gar nicht schuld sein, weil ja, dann möchte ich nicht schuld sein, dass ich vielleicht jemandem ein wichtiges Krankenbett wegnehme, ja, und wichtige Ressourcen wegnehme, die vielleicht jetzt ein 65-Jähriger oder 70-Jähriger, der um sein Leben kämpft, braucht. Weil es ist ja nicht so, wie viele anscheinend glauben, wir haben nicht unendliche Betten. Also Notfallbetten haben wir nicht unendlich. Wir sind zwar ein reicher Staat eigentlich, ja, das stimmt, aber deswegen. Wissen wir alle, dass das Gesundheitssystem ziemlich zusammengespart worden ist die letzten Jahre und wir haben nicht unbegrenzt Betten, wir haben nicht unbegrenzt Personal und schauen wir bitte in einige Spitäler, wo irgendwelche Ärzte oder Schwestern, da war nur einer oder eine infiziert und das ganze Team von 70, 80 Personalleuten ist ausgetauscht worden. Ja? Ich, wie gesagt, ich für meinen Teil, ich will nicht schuld sein, wenn dann jemand, ja, wegen mir kein Bett kriegt und das Personal nicht bekommt, das er benötigt, nur damit ich mehr Runde fahren kann. Ja. Es ist auch so, dass ja, die Polizei, die Ärzte und die sind jetzt alle, die fahren jetzt alle auf über 100, 120%. Das heißt, die sind mehr als ausgelastet. Das heißt, im Fall eines Unfalls, selbst wenn ich nicht schuld bin, kann es auch sein, dass ich irgendwo in einem Graben liege und ich liege doppelt so lang dort, bis wer kommt, als wie zu normalen Zeiten. Ja. Natürlich, werden jetzt einige sagen, naja, ich kann auch zu Hause rausgehen und fliege die Stirn runter und haue einen Schädel auf. Ja, kann auch passieren, aber das ist halt trotzdem, finde ich, ist das, ja, das passiert, aber ich fordere es nicht heraus. Ja. Es sind ja alle Sportaktivitäten quasi eingeschränkt oder verboten oder ausgesetzt. Ich weiß, was ihr mitgekriegt habt, es gibt kein Football, kein Fußball, kein Volleyball, kein Tennis. Das ist ja nicht nur wegen der Menschenansammlung, das hat ja mehrere Gründe, warum das ja quasi jetzt einmal alles ad acta gelegt ist. Ja? Also vergesst nicht, man liegt dann vielleicht auch dort länger am Unfallort, bis Hilfe kommt, weil die halt alle jetzt anderweitig vorher eingesetzt sind. Ja? Und dann nur ein wichtiger Aspekt, jetzt stellt sich folgende Situation vor,
Ihr fahrt jetzt wirklich, ihr habt aus welchem Grund auch immer einen Unfall, ihr seid schwer verletzt, vielleicht mit sogar einer Lungenverletzung oder irgend sowas. Und dann liegst du in dem Spital und wenn du Pech hast, investierst du dann erst im Spital mit dem Corona. Und dann gehörst du, auch als Junger, zu einer Risikogruppe, wenn der Körper nämlich schon richtig angeschlagen ist. Und dann kämpfst du vielleicht um dein Leben, weil du da runtergefahren bist. Ist schon richtig, es kann auch mit dem Motorrad, du fährst Motorrad waschen und es fährt dir bald zusammen und du bist tot. Das kann immer passieren, das brauchen wir gar nicht reden, das wissen wir alle. Jeder, der Motorrad fährt, ist sich dessen bewusst. Ich rede jetzt nur von dem jetzt. Ja. Also ja, es ist eine Arschsituation, ich weiß ganz genau und ich will jetzt auch nicht den großen Moralapostel aushängen lassen. Und ich bin sicher kein Fingerzeiger, aber jeder, der mich kennt, weiß es, dass ich das nicht bin. Ich bin eigentlich auch gern der Rebell. Ja. Aber man muss halt auch ein bisschen weiterdenken. Und man muss halt, wir sitzen jetzt alle in einem Boot, wir sind alle Motorradfahrer, wir sind Brüder, Schwestern, halten wir zusammen, zeigen wir Stärke. Je schneller der scheiß Coronavirus weg ist, umso eher können wir alle wieder Motorrad fahren, können wieder arbeiten gehen, können alles andere machen wie sonst auch. Und ich weiß, dass einige schon ein bisschen verzweifelt sind. Ich habe das auch schon bei ein paar so gelesen, nein, und ich halte das nicht mehr aus und Ding. Sprecht euch gegenseitig Mut zu, haltet zusammen. Ich weiß, es ist Arsch. Ja. Ich weiß, dass viele dran kiefeln, nur lieber fahre ich jetzt vielleicht 3-4 Wochen später. Und seien wir es ehrlich, wir haben jetzt das letzte Drittel März. In Wahrheit ist ja von der Zeit her noch nicht so viel passiert. Es ist ja nicht einmal noch. Ich sag, wenn jetzt Juli war, hätte ich noch sagen, okay, ist wirklich super, mega. Es ist eh Arsch, aber das war noch geschissener. Ja. Es werden wieder andere Zeiten kommen, also dessen bin ich mir sicher. Ja. Und darum beißen wir jetzt eine, alle miteinander, halten wir zusammen, machen wir uns gegenseitig Mut, wir können miteinander schreiben, wir können telefonieren, ja, wir können WhatsAppen, wir können uns ja mit anderen Sachen ablenken. Ja. Es wird eine andere Zeit wieder kommen, dessen bin ich mir sicher, weil reißen wir uns nicht zusammen. Ich meine, schauen wir nach Tirol, wie gesagt, da ist alles unter Quarantäne. Und wenn sich niemand an das hält, ist sicher da teilweise Videos, wo die Leute auf der Donauinsel im Park Meter neben Meter nebeneinander sitzen und glauben, ja, ist bezahlter Urlaub. Ja. Sprecht euch Mut zu, haltet zusammen. Ja, also wie gesagt, mein Statement ist, es ist noch nicht verboten, richtig. Gescheit finde ich es nach wie vor nicht. Ich bitte euch, seid vernünftig, bleibt daheim, haltet zusammen. Sagen wir gemeinsam ein starkes Fuck Corona, schlechte, wir brauchen die da nicht. Und wenn wir uns alle an die Maßnahmen halbwegs halten, ja, und uns zusammenreißen jetzt einmal für 2, 3, 4 Wochen, wie lange es auch dauert, dann werden wir das irgendwann einmal in ein paar Jahren sagen, kannst du erinnern, das war damals richtig Arsch, aber das haben wir auch überlebt. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch was, bleibt gesund, wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, grüß euch.